Hallo und herzlich willkommen zurück zu. Warte mal, eigentlich müssen wir ja Benton das Ganze sagen lassen, ne? Ist auch noch schön nuggisch. Ja, Ja, hallo. hallo, wir sind verplant, weil ich hatte Ja, jetzt. hallo. Ja, ist ja gut. Ich hatte ganz viel auf dem Zettel. Wir sollten vielleicht nicht nackt rausgehen, obwohl wir auch nackt noch immer einen Rüstungsbonus von 33 haben. Okay. Das haben wir schon mit mancher Rüstung nicht geschafft, mit anderen Charakteren, aber gut. Und mit Rüstung, wie sieht's da aus? 37, nice. So, gut. Wir haben jetzt eine Rüstung gefunden, die konnten wir nicht anziehen. Und er konnte davon nur den Helm benutzen. Ist auch okay. Ist auch okay. Ich glaube, mehr war in diesem Raum nicht, oder? Außer diese Tür und diese Tür. Moment, eine Karte hilft. Okay, das leitet uns weiter in eine andere Kammer. Dann spurten wir doch einmal gleich dorthin und treffen einen Eisengolem. Okay, eine Schmiede. Er räuchert uns auch an. Was alles gar kein Problem ist. Ah, hier ist der berühmte Alchemietisch. Und wir müssen unbedingt noch mal in die Truhe gucken, in dem Raum, in dem wir ursprünglich einmal Valen und Nathura zurückgelassen hatten. Es kann nicht gut sein, dass wir die Truhe gar nicht geplündert hatten und ich das nur gemacht habe in der Aufnahme, die ihr gar nicht gesehen habt. Ja. Eine neue Stufe. Und zu Ehren von Andomir wird die Folge heißen. Stirbt der negativen Energie? Nein, so wird sie nicht heißen, sondern die Todesfäuste des Benton Lee. Den Kommentar habe ich vor 20 Minuten gerade beantwortet, bis mir aufgegangen ist, hey, du musst ja eigentlich noch die zwei Folgen aufnehmen, weil Hintergrund ist, eigentlich wollte ich es am Wochenende machen, aber Sonntag bin ich nicht da. Normalerweise ist Sonntag mein Aufnahmetag. Wäre alles gar kein Problem gemacht gewesen, hätte ich das halt am Samstag gemacht, aber ich brauch unbedingt, sehr dringend unbedingt, auch einen Tag, an dem ich nichts machen muss, an dem ich Das kann keine ich nicht. Termine habe. Nachführer, wie wär's? Falle entschärfen. Na? Was macht die Katze da wieder? Ist nicht hoch genug? Okay. Kommt mal mit. Los, folgt mir! Bleibt zusammen! Wo rennt ihr denn hin? Ah, okay, er ist wieder aufgestanden. Der stand hier. Der Führer greift schon mal nicht an. Sie hatte einen Unsichtbarkeitsbug wahrscheinlich. Der Führer, du darfst angreifen. Es darf angegriffen werden. Auf sie! Angriff! So, lange Rede, kurzer Sinn. Die KVG streikt. Die Kieler Verkehrsgesellschaft. Inklusive allerdings auch der Autokraft und anderer Verkehrsunternehmen, die für den Nahverkehr hier zuständig sind. Und das Problem dabei ist, dass ich dann halt nicht da bin, also nicht zu Hause. Und mich arrangieren muss mit allen möglichen Dingen. Hey, kann ich jetzt mit dir reden? Nee. Kann ich dich angreifen? Euch zeige ich's! Ah, Feinde, zerstören, geht weg. Okay, jetzt haben wir immerhin verhindert, dass er den da hinten attackiert. Wieder zum Leben erweckt. Die Frage ist, ob er Bleibt einfach nochmal hier! wiederkommt. Haltet die Stellung! Aber sicher doch! Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt alles, was ich diese Woche machen wollte, alles auf den Montag gepackt. Aua. So, die Dings müssen da jetzt auch erstmal durch. Vielleicht kriegen die auch Schaden. Ach, guck mal. Er ist da reingelaufen in die Falle. Alles klar. Genau. Damit ich Samstag wenigstens einen Tag habe, an dem ich überhaupt nichts habe. An dem ich nicht weg bin, an dem ich nichts aufnehme, an dem ich nicht denke, an dem ich vielleicht einfach nur schlafe und lese. Oder Star Citizen im Weltall mach. Empfohlen. Ich möchte abbrechen.
Wir möchten nicht als Kämpfer, sondern als Mönch aufsteigen. Hallo. So, Sagenkunde, parieren. Haben wir parieren jemals benutzt? Frage ich mich gerade. Turnen. Turne bis zur Urne. Fit ins Grab. Hagenräder war schon ziemlich gut. Ja. Körper lösen, was ist denn das? Nee, da wollen wir gar nicht hin. Wir möchten wissen, was Körperlösen ist. Talente. Körperlösen. Der Mönch bekommt 50% Deckung. Das heißt, wir sind schwerer zu treffen wahrscheinlich. Es ist ein aktives Talent. Unsere Leiste ist gerade so voll. Ich glaube nicht, dass wir damit arbeiten werden. Ihr dürft mir übrigens folgen und auch angreifen. Wäre nice. Jetzt ist ihm das egal. Ach, die lässt du auch wieder auferstehen. Okay. Ist egal. Wenn du nochmal zurückkommst, Herr Plünderer Golem, Synth und Testy. Wir hatten ja mal herausgefunden, ich glaube Synth ist 5 oder Testy war 5. 2-5, 2-5, beep beep. Euch zeige ich's! Was bewachst du? Latz Zand, Wächter Golem. Okay, der ist wahrscheinlich ein bisschen härter. Der putzt vor allem gerade nach Führer so richtig weg. Wir springen ins Feuer. Ja. Bade nochmal. Okay, vielleicht sollten wir hier weggehen. Nächste Tod, Nafura? Ja, okay. Komm mal mit. Folg mir. Und dann hältst du mal bitte die Stellung. Bleib einfach hier. Halte die Stellung. Der kommt nicht hinter uns her, ne? Es kann gut sein, dass wir für den. Aua. Hallo? Dass wir für den harten Brocken. Diese Statuen, die Sachen brauchen, die wir herstellen sollen. So, und jetzt kommen wir bitte. Los, folgt mir, bleibt zusammen! Nun gut. Ja. Nee, ich glaube, hier müssen wir mit Taktik vorgehen. Den kriegen wir auch mit Bänden und einer Führers Auflöse nicht hin. Na Führer! Na Führer, lass das. Los, folgt mir, bleibt zusammen. Wo ist sie denn jetzt? Lässt sie sich jetzt tatsächlich vom Wächtergolem verkloppen? Spitz, gute Frau. Bleib bitte hier. Los, folgt mir, bleibt zusammen. Also die. Der Kontrollraum. Ein Steuerpult und ein Eisengut. Wahrscheinlich nur einer. Okay, hier sind viele Eisengolems. Wieso? Sie rennt immer wieder zu dem Wächter, oder? Warum? Frage ich mich. Da schon wieder? Wieso rennst du da hin? Das verstehe ich nicht. Irgendwas stimmt hier nicht so ganz. Da, der ist schon mal dem Tode nahe. Walen ist auch dem Tode nahe. Jetzt heil ihn doch mal. Okay, sehr gut. Wieso tankst du so viel? So, wir müssen uns auch mal heilen. Der Auflöser ist auch nice. Also, Nafira macht hier gerade alles im Alleingang. Stimmt gar nicht. Walen macht das eventuell.
werde nicht fallen. Nee. So, ihr zwei, jetzt machen wir hier mal die Tür zu. Und dann sehen wir weiter. Hier sind auch jede Menge Truhen. Dann werden wir euch mal weiter aufpushen. Also, man verbraucht schon Heiltaschen, aber jetzt nicht so viel wie jetzt in der letzten Aufnahme. Sagte sie und hatte fast keine mehr. Ne, 15 haben wir noch. Das ist ganz in Ordnung. Ich denke aber auch nicht, dass wir hier einfach rasten können, oder? Ne, es sind Feinde in der Nähe, natürlich. So. Steuerung war das, ne? Ja. Gut, dann wollen wir hier mal. Wir haben Fußangeln und Rindenhaut, okay. Feueropal. Und die Steuerpulte. Ich dachte ja kurz, naja, wir gucken mal. Ach, okay. Wir haben eine Falle ausgelöst, oder was? Ah, ich verstehe. Jetzt müssen wir Zahlen herstellen, oder? Das ist jetzt beides mal eine 1. Wir haben das Buch. Da, Lexikon Arcana. Testy und Synth. Ne, Synth, Testy, sagt er. Das heißt, es ist 5-4. Damit müssten wir eigentlich den... Genau, Synth, Testy. Testy war 4. So. Jetzt haben wir den hier beschworen. Oh, und er wurde vernichtet. Das ist ja ungünstig. So, ihr haltet jetzt mal hier kurz die Stellung. Bleibt einfach hier. Und wir gucken jetzt noch einmal kurz bei dem Wächtergolem vorbei. Der hat ja auch zwei Zahlen genannt. Ich glaube, es war auf jeden Fall Latz und Zand. Kann das sein? Hi. Euch zeige ich. Latz, Zand. Ja. Aua. Latzzand. Ist natürlich nice, ne? Also Latz war 7 und Zand ist 9. Gut, dann stellen wir das auf 7, 9. Dauert jetzt ein bisschen, aber hey. Das finde ich wiederum cool, wenn es über so Codes geht. Hi. So, gut. Ich würde sagen, das Steuerpult hat seinen Zweck erfüllt und wir sind damit rausgeflogen. Diese drei Gegenstände, die wir herstellen können. Am Alchemietisch. Jetzt könnt ihr wieder kommen. Los, folgt mir! Bleibt zusammen! Guck mal, jetzt werden auch die Golems nicht weiter aufgewertet. Das heißt, wenn wir die jetzt einmal vernichtet haben, dann sind die für immer dahin. Die Inschrift im Stein ist im Verlauf der Zeit völlig verwittert. Ihr könnt noch den kleinen Text entziffern, ein experimentelles Labor beim Betreten nicht. Der Rest der Inschrift ist unleserlich. Nicht auf den Kreis treten. Vielleicht. Ein Waffengeist. Oh, der ist unverletzt. Oh, er ist kaum verletzt. Naja, das kriegen wir schon. Ist das ein Karma? Hat er meine Waffe geklaut? Ist das Wüstenzorn? Ich
wir sollten uns mal heilen. Ihr könnt. So viel Schaden wieder raushaut aus Säure, würde ich mich gerade fragen, ob das nicht unser Wüstenzorn Karma ist. Weil das ist ja Karma, das uns angreift. Und es greift speziell Bänden an. Okay. Wir wurden freigelassen. Merkiel. Ah, ich traue mich nicht, die Schwerter und so zu nehmen. Weil, nachher greifen uns auch wieder alle an. Da habe ich gar keine Lust zu. Aber ihr werdet mir das sicher verraten. Wir sind hier jetzt noch ein bisschen länger. Wir werden jetzt einmal Merkiel untersuchen. Und dann werde ich mich schon vom Acker machen. Wegen etwas Zeitdruck. Aber hey. Merkiel hat eine Rüstung. So viel. Ich kann diesen ganzen Müll nicht tragen. Wie er sich immer beschwert. Wir haben ja einen nimmervollen Beutel. Das ist alles gar kein Problem. Die Rüstung wurde von einem legendären Merkiel Donnerfaust geschaffen. Jener Merkiel, der tot zu unseren Füßen liegt. Damit die Rüstung niemals in die Hände der Drow oder anderer potenzieller Feinde der Swirfen Neblin fallen konnte, wurde sie so geschmiedet, dass sie wirklich nur von einem Swirf Neblin getragen werden konnte. Die Rüstung und ihr Träger verschwanden im Gewölbe. Ah, okay. Also Gnom, Halbling oder Zwerg haben wir alles nicht. Huris, Kauls, Knall, Vierter Grad, was auch immer. Und Schadensresistenz. Das ist natürlich nice. Aber Benton hat sich ja schon beschwert. Das heißt, wir legen die einmal ab. Dann öffnen wir den nimmervollen Beutel und ziehen das mal hier rein. So, dann kann sich Inserik mit Merkiel unterhalten. Nice. Helm nicht identifiziert. Aha. Sind wir da zu dumm für, müssen wir wohl wieder den Intellekthelm anziehen und schwupps, Gedankenleere und Immunität kritischer Treffer. Das ist natürlich auch nice, aber hat das jeder Helm hier? So wie in der Infinity-Dings? Nee, hat er nicht. Merkiels Helm. Ah, wir haben Merkiels Rüstung und Merkiels Helm. Das ist natürlich schön. Ja, und mit diesem Fund würde ich sagen... Und schwer verwundet. Wir können uns ausruhen. Ruht auch euch aus. Kommt gut in die Woche. Kommt gut ausgeruht in die Woche. Wir sehen uns nächsten Montag wieder am 26. Bis dahin, gehabt euch wohl.